das Völkerrecht wieder stärken, das Völkerrecht wieder aufrichten, dafür sorgen, dass ein Land, das ein anderes mit einem Angriffskrieg überzieht, und in dem Moment, in dem es auf dem Schlachtfeld ins Hintertreffen gerät, sagt, wenn ihr uns jetzt weiter bedroht, dann bekämpfen wir euch mit Atomwaffen. Dass ein Land mit so einer Strategie nicht durchkommt, weil ich die Sorge habe, dass das unsere ganze Welt überall sehr viel unsicherer machen wird. Es werden sehr viele Leute entsprechende Lehren daraus ziehen, und das darf nicht geschehen. Deswegen muss dieser Angriffskrieg scheitern. Und scheitern heißt, es dürfen keine territorialen Gewinne daraus erwachsen. Das, der große Punkt, der ja ganz viele Menschen in diesem Land auch umtreibt, übrigens inklusive mir, sind die Wirtschaftssanktionen. Und zwar auch, ob die überhaupt greifen, alle, und ob sie genug überprüft werden. Wie ist denn dazu Ihre Meinung? Jetzt nehmen wir mal nicht die Waffenlieferung, sondern als Thema die Wirtschaftssanktionen wirklich. Greifen die alle, und hat die Regierung da wirklich einen guten Job gemacht? Ja, also ich bin da ziemlich sicher, dass die Wirtschaftssanktionen greifen. Sie greifen alle, sie greifen nicht alle gleich gut. Ja, es gibt also Umgehungstatbestände, beispielsweise, wenn man sich die Sanktionen auf Ölimporte anguckt, dann gelingt es Russland, über Importe nach Indien einen Teil davon zu umgehen. Aber insgesamt greifen diese Wirtschaftssanktionen, sie haben die Lebenswirklichkeit in Russland bereits massiv verändert. Dadurch kommt auch bei den Menschen in Russland an, dass sie im Krieg sind. Das versucht ihre Regierung ja sie davon zu überzeugen, dass das gar nicht der Fall wäre. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für die öffentliche Meinung, für die Diskussionen, die in Russland geführt werden. Aber sie schwächen vor allen Dingen auch die russische Industrie, insbesondere die russische Rüstungsindustrie. Und deswegen ist es sehr gut, dass es diese Sanktionen gibt. Wo man sie noch verschärfen kann, sollte man das tun. Sie würden noch weiter verschärfen? Da, wo das möglich ist, wo das sinnvoll möglich ist, sollte man das tun, ja. Herr Schindler, wie ist Ihr Standpunkt dazu, zu den Wirtschaftssanktionen? Ja, ich würde gerne noch mal beginnen, was Herr Fellentreu dargelegt hat, die globale Welt. Mhm. Also die Welt war schon unsicher vor der Ukraine-Krise. Und die These, mit der Ukraine-Krise und wenn Russland wie auch immer irgendeinen territorialen Gewinn zieht, wird das Ganze noch viel schlimmer. Diese These teile ich nicht. Es ist auch nicht so, was eben mir gesagt worden ist, alle Diktatoren der Welt würden sich das zum Beispiel nehmen. Ich brauche einem Diktator kein Beispiel zu geben, wie er Unrecht in der Welt verbreitet und wie er Menschen tötet. Das wissen diese Kriminellen alleine, und das brauchen die sich nicht von Putin oder anderen Diktatoren abzuschauen. Da gibt es in der Geschichte Beispiele zuhauf. Wir müssen uns auf die Ukraine konzentrieren. Sie sagen also, es ist keine Blaupause für andere Diktatoren beispielsweise? Nein, ist doch kein. Also jeder Konflikt ist anders. Also gibt es irgendeinen Konflikt, der eine Blaupause für einen anderen Konflikt war? Schon die Weltkriege haben sich unterschieden. Die einzelnen Konflikte, je nach Region, sind unterschiedlich. Also zu glauben, da gibt es jetzt ein Exportmodell, wie greife ich meinen Nachbarn an und wie gewinne ich? Also das ist nur wirklich herbeigeredet. Das ist jetzt etwas flapsig formuliert, ja. Das ist natürlich Ihnen zuzugestehen. Aber man könnte ja schon sagen, wenn dann Putin bemerkt, okay, der Westen reagiert eigentlich nicht wirklich, wie beispielsweise bei der Annexion der Krim. Das kann man ja eigentlich jetzt schon als Blaupause sehen, dass er sich gedacht hat, dass man weitermachen kann, oder nicht? Nee, das kann man nicht so als Blaupause sehen, weil die Annexion der Krim hat der Westen aus meiner Sicht gar nicht so falsch reagiert, sondern wir haben ja Verhandlungen geführt. Wir haben auch bei der Destabilisierung der Ostukraine Verhandlungen geführt. Ich fand die Ergebnisse im Minsk-Format gut. Im Übrigen hat sich die Ukraine in vielen Punkten nicht an diese Verhandlungsergebnisse gehalten. Das muss auch mal zur Wahrheit gesagt werden. Sondern der Westen hat schon aus seiner Sicht vernünftig reagiert. Dass man gegen jemanden, der plötzlich alle Regeln bricht und mit Gewalt die Welt zu verändern versucht, als moralisch werteorientierte Gemeinschaft erstmal ein Stück zurückziehen muss und überlegen muss, wie reagieren wir denn? Das versteht sich von selbst. Das sieht man im ersten Moment nicht ganz gut aus. Aber im zweiten Moment, glaube ich, haben wir uns doch ganz gut gefangen. Einmal mit den Waffenlieferungen, dafür bin ich. Wir müssen den Helden. Also die Waffenlieferungen sind Sie. Wir müssen den heldenhaften Kampf dieses ukrainischen Volkes unterstützen. Mhm. Völlig klar. Ich bin auch für Sanktionen, weil das ist im Grunde genommen nur noch das einzige Mittel, was wir neben den Waffenlieferungen haben. Denn alles andere ist ja schon längst gescheitert. Nicht durch den Russland-Konflikt, sondern durch die Entwicklung. Wer nimmt den VN-Sicherheitsrat noch ernst? Schon vor dem Konflikt niemand. Wer nimmt die VN-Vollversammlung noch ernst? Schon vor dem Konflikt niemand. Wer nimmt internationale Gerichtshöfe noch ernst? Schon vor dem Konflikt niemand. Das heißt also, wir haben
unsere Konfliktmechanismen schon längst verloren. Das ist übrigens ein Thema, wo wir mal dringend ran müssen, wenn wir das hier mal gelöst haben. Und da bleiben uns nur Waffenlieferungen und es bleiben uns nur Sanktionen. Über einzelne sinnvolle Sanktionen muss man noch mal diskutieren. Und ich fand das Beispiel von Ronsheimer ganz gut, dass man die Hochtechnologie der Russen abschneidet und sie damit in ihrer Rüstungsindustrie empfindlich getroffen werden. Das ist ein ganz gelungener Coup des Westens. So, was stört Sie denn dann eigentlich? Mich stört daran, dass alle die, und ich komme noch mal auf die These zurück, dass alle die, die hier Hurra schreien und sagen, also die Russen dürfen nicht gewinnen. Dass alle die, die sagen, wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Dass alle die, die sagen, also jetzt müssen wir aber mal und so weiter. Dass mir da einfach der Plan fehlt. Mir fehlt die Lösung. Ich bin dafür, dass wir den Russen zeigen, was eine Hake ist. Und ich bin dafür, dass wir nicht dulden, was ein Angriffskrieg ist. Aber mir fehlt der Plan, wie soll das am Ende aussehen. Wenn wir Sanktionen machen, wenn wir Waffen liefern und uns dann zurücksetzen und sagen, das wird ja wohl irgendwie alles gut gehen, das geht nicht. Das ist nicht unsere Verantwortung. Wir müssen eine aktive Friedenspolitik betreiben. Und dazu gehört, dass wir erstens, erster Schritt Waffenstillstand, zweiter Schritt Verhandlungen, wie kommen wir mit den Russen? Ihren Plan und all Ihre Argumente, die wollen wir uns nach einer Kurzunterbrechung anhören. Jetzt noch einmal zurück zu meinem Kollegen Paul Ronsheimer, der nach der Unterbrechung nämlich leider nicht mehr bei uns sein kann. Paul, hast du noch etwas Abschließendes für die Runde mitzuteilen? Ich glaube, dass man mehr an die Ukraine glauben sollte und dass viele geglaubt haben, dass die Ukraine Kiew verlieren würde, dass sie den Donbass schnell verlieren würden. Die Wahrheit ist, momentan gewinnt die Ukraine. Ich glaube, das sollten sich alle die verinnerlichen, die immer glauben, dass Russland militärisch nicht zu schlagen ist. Russland wird momentan militärisch im Osten und Süden geschlagen. Eine letzte Frage habe ich doch noch, Paul. Mir ist eingefallen, Wladimir Klitschko hat ja heute auch eine Einladung an Bohlen ausgesprochen. Ist dieser der denn schon gefolgt? Ich habe mit Dieter Bohlen keinen Kontakt. Von daher weiß ich das nicht. Er hat sich noch nicht geäußert dazu. Ich glaube, dass tatsächlich, was Wladimir Klitschko und andere machen in der Ukraine, tatsächlich ein gutes Beispiel dafür ist. Ja, es ist jemand, der sagt, schaut euch das selbst an. Und ich glaube auch an einige in der Runde, schaut euch an, was in Orten wie in Butscha und anderen passiert. Es ist etwas anderes, ob man das im Fernsehen sieht oder ob man, wenn man denn als Experte im TV ist oder Gastbeiträge schreibt oder was auch immer tut, sollte man in der Ukraine gewesen sein.